So, hallo und herzlich willkommen zurück, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zum nächsten Part von The Sinking City. Und ja, wir müssen mal wieder einen Blick auf die Karte werfen, denn ja, wir sind hier, wie soll man sagen, im Polizeiarchiv einigen interessanten Sachen auf die Spur gekommen. Quasi als erste Sache, genau, wollen wir jetzt hier in unserem Nebenfall dieser Sache weiter auf den Grund gehen. Der Wohnort von diesem Verdächtigen. Wo ist er denn? Oakmont? Salvation Harbor North. Okay, also Wohnort Salvation Harbor North. Das heißt, das ist ja dann hier. Salvation Harbor North. Okay, aber hier ist anscheinend, hier ist böse Gegend. Scheiße. Ja gut, dann müssen wir uns, ja, wir müssen irgendwie das Beste draus machen. Und okay, und wo genau müssen wir jetzt hin? Gehen wir nochmal zurück zur Fallmappe. Salvation Harbor North zwischen Moorland Road und Salvation. Okay, also Moorland Road, Salvation. Moorland und Salvation. Wo haben wir das? Moorland und Salvation. Ah, hier, guck mal. Hier. Quasi hier an der Stelle. Da müssen wir hin. Salvation Road und Moorland Road, ja. Da ist quasi sein Wohnort. Ja. Zwischen Moorland Road und. Ja, gut. Schauen wir mal. Okay, wahrscheinlich dann irgendwie dazwischen. Ja gut, schauen wir mal. Im Zweifelsfall können wir vielleicht nochmal bei dem anderen Ort vorbeigucken. Ne, ihr erinnert euch, quasi hier. Scheiße. Das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall noch was machen. Okay. Ja, scheiße, scheiße. Vielleicht kommen wir auf dem Weg dahin vorbei. Dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt erstmal hier wieder raus aus der Polizeistation. Und was soll ich sagen? Wir haben hier in dieser Polizeistation deutlich weniger Zeit verbracht, als ich gedacht hätte. Ehrlich gesagt, ich hätte gedacht, wir brauchen hier viel, viel länger und ich muss hier sonst noch was machen. Aber tatsächlich. Wobei, nee, das wollte ich tatsächlich nicht anheften. Ich wollte das anheften. Zack. So, Skins Polizeiakte. Wir müssen. Wo ist die andere Seite? Ah, hier drüben ist die. Ja, weil ich glaube, es würde auch grundsätzlich uns sehr, sehr helfen, wenn wir Schnellreisepunkte in quasi hier in dem linken Bezirk hätten. Das haben wir aktuell noch nicht. Das heißt, wir müssen. Ja, es ist eigentlich das Klügste, hier hinzugehen. Ja, gut. Das war jetzt nicht so schlau, glaube ich, aber na gut, hat gereicht. Dann können wir jetzt hier mit dem Boot fahren und ab geht die Post. Vollgas. Bams. So. Und ich würde sagen, wir machen dann hier einen Zwischenstopp nochmal, da wo wir das letzte Mal versagt haben. Wenn wir hier eh schon mal on the way sind, wobei, ja doch, wir sind hier relativ gut. Ich überlege gerade, wo das gewesen war, die Anna Dingens. Ich kann nochmal ganz kurz, Entschuldigung, ich gucke nochmal ganz kurz nach, wo das hier war. Hier. Zwischen der Hicks Lane und Benignitäts, ja. War die Hicks Lane. Das Benilde, genau, das kam von hier und Hicks war hier, genau. Das heißt, wir müssen hier knapp über Polaris, dann müssen wir dann kurz nochmal anhalten. Und dann muss ich halt die Pistole ziehen und gut ballern. Mehr kann ich da auch nicht machen. Aber wir brauchen hier Schnellreisepunkte in diesem Gebiet, damit wir hier schneller vorankommen. Das ist halt die Sache. Ich muss quasi früh erkunden, um dann später halt davon zu profitieren. Ist vielleicht am Anfang ein bisschen nervig, aber ich hoffe, das zahlt sich aus. Ja. Naja. Wobei, ich frage mich, wie er hier so ganz ohne Dingens angelt. Naja. Wo waren wir eigentlich vorhin stehen geblieben vom Thema her? Wir waren bei James Bond, genau. Das hatte ich im letzten Part angeschnitten und ich werde das wahrscheinlich niemals mehr vervollständigen, dieses Thema. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass ich dran denke. Warte mal, wo war hier der Eingang gewesen? War der hier vorne? Hier war der nicht. Der war weiter. Der war schon weiter hinten, glaube ich. Ja, doch, der war dann hier gleich hier vorne. Ich finde es halt schade, dass es keinerlei neue James Bond-Spiele gibt. So, ich muss sagen, der letzte Film hat mir sehr, sehr gut gefallen, mit Keine Zeit zu sterben. Aber so, es kam danach nichts mehr. Es kam danach nichts mehr mit Substanz, keine Spiele, gar nichts. Also gut, Spiele gab es ja schon, weiß ich schon, allgemein super lang nicht mehr, ne? Von daher, naja. So, und jetzt. Müssen wir Skill beweisen.
Ist er tot? Fuck, ich muss mich heilen. Okay, ich glaube, ich muss hier mit meiner Deckung spielen. Okay, das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir alles hin. Okay, wir müssen hier mehr mit der Deckung spielen, glaube ich. Okay, der ist auch tot. Sehr gut. Okay, haben wir hier noch mehr? Scheiße. Kann ich mehr Sachen craften? Fuck, 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 fuck. Ich kann gerade gar nicht so viel sagen. Scheiße, wir können jetzt keine Medkits craften. Das ist sehr schlecht. Scheiße, aber ich will das jetzt durchziehen. Der Traum eines jeden Kindes. So ein Spielzeug wollte ich früher auch haben. Was hat uns hier noch beim letzten Mal gefehlt? Was fehlt uns hier? Ah, Geheimbuch von Liz. Hab wieder schlecht geträumt. Das Ding unter dem Boden schabt dauernd, aber Mom sagt, das sind Ratten. Dad hat John geschimpft, weil er am Loch mit Schleim gespielt hat. Ich hab Dad von dem Ding im Keller erzählt und dann hat er mich auch geschimpft. Heute Nacht hat es seinen Kopf aus dem Loch gesteckt. Es kommt immer in der Nacht und will böse zu mir und John sein. Warum glauben mir Mom und Dad nicht? Heute Nacht war ich so müde, dass ich das Loch nicht beobachten konnte und jetzt geht's mir schlecht. Mein Bauch tut weh und ich habe dauernd einen Schleimgeschmack im Mund. Mom und John geht es auch nicht gut. Jetzt höre ich wieder dieses Scharren. Oh nein, hier ist noch so ein Viech, oder? Fuck. Okay. Dann muss ich auf jeden Fall mir noch Patronenhülsen herstellen. Oder halt... Ja, so. Okay, die brauchen weniger Schießpulver. Das heißt, im Zweifelsfall stelle ich dann lieber die anderen her. Wobei natürlich das hier mehr Damage macht. Hm. Okay, wir müssen uns hier oben auf jeden Fall nochmal ein bisschen umgucken. Das waren definitiv noch nicht alle gewesen. Okay, wisst ihr was? Mal gucken, was die gerade... Oh, stark! Okay, die Granate ist effektiv gegen Gruppen. Der Schleim riecht sogar noch abscheulicher als ihre Körper. Das glaube ich. Okay, sehr gut. Dann hoffe ich mal, dass es sich gelohnt hat. Ist schon ein oder zwei Wochen her, seit das hier gekocht wurde. Ja. Als ob hier... Okay. Boah, der Schleim riecht sogar noch abscheulicher als ihre Körper. Ja. Ich kann ja noch mal ganz kurz... Sehr gut, wobei das wird wahrscheinlich egal sein. Hier... Das Geheimbuch von Liz hier, zack. Das kann ich ja nochmal anheften, vielleicht hilft das irgendwas. Ich möchte diesen Nebenfall halt auch irgendwann mal abschließen können, ne? Muss ich ehrlich gestehen. Okay, aber was sehe ich hier mit meinem inneren Auge? Das ist hier jetzt... Hm. Der Schleim riecht sogar noch abscheulicher als ihre Körper. Ja. Aber was übersehe ich hier in diesem Haus? Was habe ich bisher noch nicht entdeckt? Was fehlt mir? Was fehlt mir, verfluchte Scheiße? Nee, das Messer hier ist egal. Hier irgendwas? Nee, auch nicht. Hä? Ich bin ein bisschen... Oh ne, das war ein riesiger Fehler. Ja, wobei, es gibt Schlimmeres, glaube ich. Es sei denn, die Monster respawnen. Na dann, gute Nacht, Alter. Dann könnt ihr mich alle mal. Bitte nicht respawnen. Danke. Okay. Was fehlt mir hier noch? Was ist denn hier der... Hm. Was übersehe ich? Ah, hier muss ich durch. Aber gut, da waren doch nur ein paar Vorräte gewesen, oder? Da war doch hier nichts mehr mit Substanz. Schießpulver. Ja, noch mehr Schießpulver. Aber das waren ja nur Sachen, die man sammelt. Das war ja nichts, was mich in der Story voranbringt. Nee, auch nicht. Das ist halt so schade, weil ich hier eigentlich... Hm. Hm. Tja, ich weiß es nicht. Ich bin am Ende. Ja, da sind Schätze. Ja, das habe ich mir gedacht. Der Traum eines jeden Kindes.
So ein Spielzeug wollte ich früher auch haben. Okay. Ah, hier! Hier ist was! Hier! Ja, da muss halt aber auch erstmal drauf kommen. Ja. Ja, da musst du drauf kommen, dass man da in diese Ecke gucken muss. Wow. Ah, ich muss nach oben. Aha. Ich brauche Alkohol, Alter. Ich brauche fucking Alkohol, um mir Medkits craften zu können. Boah, ich glaube, das wird irgendwann so gut, wenn ich... Ja, ich habe gar keinen Alkohol mehr. Scheiße. Das ist alles schlecht. Okay. Hier können wir jetzt... Okay, egal, wie schlecht es mir geht. Ich muss zur Arbeit. Warum versteht ihr das nicht? Okay, wir müssen hier wieder drei in Reihen vorgehen. Was geschieht mit mir? Ja, das freue ich mich auch jeden Morgen, wenn ich auf Arbeit muss. Naja. Okay, geh mal ab nach unten. Was ist hier unten los? Was haben wir hier? Dann schauen wir uns das mal an. Ich würde sagen, das ist die 1, dann gehe ich nach oben. Dann das hier oben ist wahrscheinlich die 2, wie der Vater abhaut. Und dann das dritte ist dann, wie die dann zurückgelassen werden, oder? Also, egal wie schlecht es mir geht, ich muss zur... 3. John, ihr... Was geschieht mit mir? Dieses Biest kam in der Nacht aus dem überfluteten Keller gekrochen und infizierte die Familie. Nach einer kurzen Inkubationszeit verwandelten sich auch die Familienmitglieder in Monster. Okay, stark. Alle Schlüsselhinweise gefunden, jawohl. Okay, wir mussten die Monster alle töten. Zum Glück hatten wir die scheiß Granate, Alter, sonst wäre ja Marsch gewesen. Und ich habe auch gar kein Leben mehr. Ich hätte mir dieses eine Laudarum-Pack nicht herstellen dürfen damals. Okay. Okay, dann haben wir den Nebenfall fast abgeschlossen. Machen wir mit dem Nebenfall weiter. Wir wollten ja hiermit weitermachen, ne? Gehen wir hier zum Wohnort. Okay, ja, ich würde sagen, das läuft, oder? Aber was soll ich sagen? Es fühlt sich gut an, wenn man quasi das Versagen der Vergangenheit quasi in Erfolge der Gegenwart verwandeln kann. Das finde ich sehr schön. Deswegen bin ich super happy, also wirklich happy. Und jetzt kann ich auch innerlich damit abschließen. So, ich bin halt super happy, dass wir das jetzt fertig gemacht haben. Ich glaube, das wird uns noch sehr, sehr gut helfen in Zukunft. Wir haben wieder einen Wissenspunkt, sehe ich gerade, den wir verballern können. Wir haben jetzt hier 15%. Wir sind jetzt hier richtig gut dabei. Und ich würde sagen, als nächstes müssen wir unsere Geisteskraft, oder? Skillen. Ansonsten, man könnte beim Kampf, gibt es eventuell hier körpermäßig was, sowas wieder natürliche Regeneration. Wenn du im Tod nah bist, regenerierst du für eine letzte Chance im Kampf einen begrenzten Teil deiner Lebenskraft. Gepolster, das ist, das geht einigermaßen. Deine Nahkampfangriffe, deine Lebenskraft ist erhöht. Ich würde sagen, schwierig, aber ich würde jetzt aktuell vorschlagen, du erhältst doppelt so viele Gegenstände als Questbelohnung. Ja gut, ich würde sagen, wir bleiben deutlich länger bei Verstand, das wird unser nächstes Plus sein. Und als nächstes werden wir hier rein investieren. So, aber ich wollte erstmal noch unsere Verstandleisten ein bisschen erhöhen, dass wir dahingehend erstmal noch besser abgesichert sind, wenn ich das besser so beschreiben kann. Weil ich meine, am Ende beim Kämpfen und so kann man bestimmt, vielleicht auch ein bisschen mit Trial and Error das alles schaffen, aber wenn dein Verstand einmal futsch ist, dann ist er halt futsch. Naja, wenn er versteht, was ich meine. Deswegen, aber, also wir haben jetzt aktuell einen Engpass, der ist Alkohol. Wir müssen halt gucken, ob wir irgendwo vielleicht Handel betreiben können. Das wäre sehr geil. Aber ja, mal gucken, ob das klappt. Und das weiß ich nicht. Okay, das heißt, den einen Fall haben wir jetzt komplett abgeschlossen, den Nebenfall. Jetzt müssen wir den anderen Nebenfall noch abschließen. Da waren wir ja auch schon relativ weit, ne? Das heißt, wir müssen uns jetzt mal hier vorne umgucken. Und sehr gut, wir haben jetzt hinten endlich einen Schnellreisepunkt. Das ist ultra viel wert. Holy fucking shit, nice. Das war wichtig. Das war gut.
So, jetzt können wir uns hier dem widmen. Okay, wir müssen hier Salvation Road und Moorland Road. Hier dazwischen war das, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Zwischen Moorland Road und Salvation Road. Okay, Wohnort. Das heißt, der müsste ja irgendwo hier wohnen, oder? Hm. Ich guck mich mal hier genauer um. Ich sag mal so, die Lagerhalle wird es ja wahrscheinlich nicht sein, ne? Auch wenn die hier offen ist. Das heißt, wir gehen hier einfach mal rein. Oh Gott. Und ich gehe direkt wieder raus. Auf Wiedersehen. Ach du Scheiße. Raus hier, raus hier, raus hier. Mist. Okay. Haben wir das? Das heißt, wir müssen hier nach Symbolen suchen. Hm. Tja, wo könnten hier jetzt die Leute wohnen? Okay, da schon mal nicht. Okay, Oak City Café oder was war das? Habe ich Café? Ah ne, Hotel. Red Flapper Club. Aha. Sachen gibt's. Hm. Tja. Wo soll das denn sein? Wenn ich jetzt mal auf die Karte gucke. Okay, die Salvation Road ist das hier. Also potenziell in dem Gebäude hier. Okay, dann gehen wir nochmal hier ein bisschen weiter runter in den Süden. Und gucken uns hier drüben die Gebäude an. Was Besseres fällt mir jetzt leider auch nicht ein. Um ehrlich zu sein. So, hier geht's schon mal nicht rein. Hier auch nicht. Hm. Hier auch nicht. Ne. Ah, hier vielleicht. Ne, auch nicht. Hier auch nicht. Ja, da bin ich ja jetzt eigentlich schon wieder zu weit, ne? Andererseits, es muss halt hier sein, ne? Hm. Sehr, sehr schwierig, ehrlich gesagt. Alles sehr, sehr schwierig. Es hält sich hier, ehrlich gesagt, alles sehr, sehr stark hier in Grenzen, meine Freude gerade. Ja, okay, aber vielleicht haben wir uns jetzt damit ein bisschen, na gut, übernommen wahrscheinlich nicht, aber wir sind hart am struggeln. Vielleicht hier vorne, hier brennt ein Licht. Ah, hier, guck mal, hier, das wird sein, sehr gut. Hallo, schönen guten Tag. Ihr Wohnort von Sydney Stokes. Oh nein, das ist ganz schlecht. Oh nein. Okay, wir müssen gut kämpfen. Wobei, wir können ja mal eine Falle platzieren. Komm. Ja. Ah, sehr gut, nice. Wunderbar. Das hat funktioniert mit der Falle. Wunderschön. Okay, unsere Guerilla-Taktiken haben sich bewährt. Okay, hier können wir safe durchbrechen. Okay, doch nicht. Hab ich mich selber ein bisschen veräppelt. Okay, was haben wir hier? Wir haben nichts weiter. Ich brauche Alkohol, Alter. Sonst wird das hier alles nix. Das Schlimme ist, wenn ich jetzt da hochgehe, wird dann noch ein Monster auf mich warten. 1000%ig. Okay, der ist auch tot. Squint ist wohl mit dem falschen Bein aufgestanden. Hat den Einbruch überlebt, nur um dann erstochen zu werden. Aber wer ist der Täter? Ja, das ist... eine exzellente Frage. Ja, guck mal hier, E gedrückt halten, perfekt. Oh nein, ich habe ihn umgebracht. Was ist nur in mich gefahren? Was um alles in der Welt habe ich getan? Okay, der kam nicht mit den Schuldgefühlen zurecht, ja. Verstehe. Ja, einen Menschen umbringen, das kann nicht jeder, sagen wir es mal so. Das kann einen selbst ebenfalls umbringen. Ich weiß, wovon ich rede, was? Morgen dann Flying Fox wird verhaftet aufgrund Geständnis in Let's Play. Das wäre ganz schön peinlich, ehrlich gesagt. Ja, aber ich lasse mich ja nicht erwischen von dem Bullen, ne? Das ist ja völlig klar. Ich bin einfach zu schlau, deswegen. Ich bin so ein Superdetektiv, so, weißt du? Okay, was haben wir hier? Ein Brief aus der Leichenhalle. Mr. Stokes, die Kosten für ein gesondertes Begräbnis ihrer Mutter Martha Stokes
würde sich auf 30 Patronen belaufen. Leider können wir im Preis sich nicht entgegenkommen. Zurzeit haben wir mehr Bestattungsanfragen, als wir mit unseren Mitteln bewerkstelligen können. Bitte bezahlen Sie innerhalb von 2 Wochen, sonst müssen wir Ihre Mutter in einem Massengrab beerdigen. Okay. Das könnte natürlich ein Antrieb sein. Gott sei Dank war ich noch nie so hungrig, dass ich darüber nachdenken musste, so etwas zu essen. Was auch immer das sein mag. Okay. So, so, also fein diniert hat er hier nicht, quasi. Möchtest du mir jetzt hier durch die Blume mitteilen? Tja. Dann gehen wir nochmal nach oben und gucken uns hier ein bisschen genauer um, was hier los ist. Ah, hier ist... Ah, okay. Ja, E gedrückt halten. Endlich werde ich in Ordnung bringen, was der alte Affenliebhaber Francis dir angetan hat. Der Affenliebhaber, was? Die Frau, die den Spiegel anrichtet. Ah, und hier können wir jetzt durch. Bleib mir vom... Oh, Kauhil sei Dank. Dachte schon, sie wäre eines dieser Monster. Sidney Stokes, nehme ich an? Yep, der bin ich. Kennen wir uns? Ich denke nicht. Ich bin hier wegen Herbert Glover. Ich glaube, Sie kennen ihn. Oder besser gesagt, kannten ihn. Ach, bei Kauhil. Wie sind Sie da angekommen? Netter Trick mit der Wand. Wie haben Sie das gemacht? Das war ich nicht. Sie hat die Wand dahin gemacht mit irgendeinem Hokuspokus. Aha, wer ist sie? Was ist hier los? Sie sagten, sie hat die Wand dahin gemacht. Wer ist sie? Unsere Auftraggeberin. Ihren Namen kenne ich nicht. Hat uns gutes Geld für einen leichten Job versprochen. Und ich Trottel konnte natürlich nicht Nein sagen. Ja, das ist echt schlecht. Was sollten Sie für sie tun? Der Job klang kinderleicht. Ins Haus dieses Sammlers einbrechen und mit einem schicken Spiegel wieder abhauen. Klar, logisch. Wo befindet sich der Spiegel jetzt? Sie hat ihn. Als Phil und ich sie mit der Beute getroffen haben, da sind die aneinander geraten und dabei hat sie ihn abgestochen. Oh, Kauhil, was mache ich denn jetzt? Phil war der mit Grips und ich... Ich bin doch nur ein Dummkopf. Kommen Sie, ich brauche Infos. Wie sieht diese Frau aus? Groß ist sie und dünn. Sehr dünn. Nur Haut und Knochen. Und ein gemeiner Drache ist sie. Mehr weiß ich nicht mehr. So genau habe ich sie mir nicht angesehen. Wurden Sie auch damit beauftragt, den Sammler zu töten? Oder haben Sie das nur zum Spaß gemacht? Ich schwöre bei Kauhil, das war nicht geplant. Und der Kerl hat auf uns geschossen und dann habe ich Panik gekriegt. Panik haben Sie gekriegt. So, so. Das ist Ihre Entschuldigung? Bitte. Ich wollte niemanden umbringen. Kauhil ist mein Zeuge. Ich gebe Ihnen alles, was ich habe, aber lassen Sie mich laufen. Ja, gut, nee, also sorry, aber... War ganz schön was los bei Ihnen heute Nacht. Einbruch, Diebstahl, Mord. Nee, also irgendwo Sommer Schluss. Bitte! Dafür komme ich auf den elektrischen Stuhl. Daran hätten Sie denken sollen, bevor Sie gemordet haben. Tja, alle Schlüsselhinweise gefunden. Also nee, Entschuldigung, aber da muss ich... What the fucking hell? Was ist... Bitte, was? Ist das ein... Diese verfluchten Neuankömmlinge. Was machen Sie denn hier? Was wollen Sie? Selbstjustiz, Bitch. Okay, Fallmappe, ja. Ich sollte mich um mit dem, was ich herausgefunden habe, genau. Okay, gut. Dann haben wir das im östlichen Teil des Bezirks der Shell. Okay, wir brauchen Karte de Shell im östlichen Teil. Okay, das wäre hier. Dann würde ich, ehrlich gesagt, einen kurzen Abstecher zum Krankenhaus machen. Dann einen kurzen Abstecher... Oh Gott, jetzt habe ich mich verklickt. Zu Mr. Throckmortons Haus. Nämlich hier unten war das. Nee, das war Devil's Reef. Das war hier. Und dann machen wir hier weiter, hätte ich gesagt, im östlichen Teil von The Shells. Da haben wir nämlich auch schon einen Schnellreisepunkt. Ich würde sagen... Wir sind in der Folge, ne, wir haben in dieser Folge sehr viel Zeit verplempert, aber gleichzeitig haben wir auch, ne, haben wir jetzt die Möglichkeit, die Zeit wieder aufzuholen, von daher machen wir das auch. Let's do this. Ich würde sagen, wir gehen zuerst hier zum Krankenhaus, das machen wir als erstes direkt mal, Bams. Also ich muss sagen, die Schnellreisepunkte sind eine super Sache, finde ich klasse, sehr, sehr gut. Ja, also wer das wirklich 100% realistisch spielen will, der kann das machen, aber
Also allein fürs Let's Play werde ich das nicht tun. Da könnt ihr euch sicher sein. Aber man macht ja nicht. So, dann rein hier ins Krankenhaus. So. Und Hallöchen. Ich war zu Hause bei ihrem Patienten, der sich in ein Monster verwandelt hat. So, ich habe ganz Familie, kurz was zu trinken, ging es nicht anders. Schluck. Faszinierend. Ich hoffe, das hört man nicht. Falls konnten doch, Sie herausfinden, wie es zu dieser Verwandlung gekommen war? Eine Kreatur gelangte aus dem überschwemmten Keller nach oben und steckte die Familie sozusagen an. Vermutlich mit der ausgespienen Substanz. Wenn das stimmt, müssen wir das Haus unter Quarantäne stellen. Diese lithianischen Wiedergänger sind eine ernste Bedrohung. Eine ganze Epidemie würde die Stadt nicht überstehen. Wie nannten Sie diese Dinger? Lithianische Wiedergänger. Wiedergänger, na klar. Für die fantasievollen Namen dieser Kreaturen können Sie sich beim Universitätsprofessor bedanken. Dankeschön. Ihre Forschungen sind interessant, Dr. Grant. Gibt es weitere Orte, die ich mir mal ansehen könnte? Möglichkeit haben, Ihr Engagement für die Wissenschaft ist löblich. Und Ihre Entdeckungen haben mir bei meinen Forschungen sehr geholfen. Danke. In der Tat gibt es noch zwei weitere Orte. Das habe ich befürchtet. Orte. Dieses Mal wird es allerdings gefährlicher. In einem Fall sind die Monster riesig. Aber ich werde sie natürlich angemessen entlohnen. Erzählen Sie mir mehr darüber. Ich muss wissen, auf was ich mich da einlasse. Ja, wir brauchen eines der größten Geschäfte von Oakmont wurde geschlossen, als die Flut kam. Ein Plünderer brach dort ein, wurde jedoch beim Plündern, wie soll ich sagen, unterbrochen. Nee. Ein riesiges Wildbeast ging auf ihn los und er schaffte es gerade noch aus dem Gebäude hinaus. Die Frage ist, wenn das Geschäft abgeschlossen war, wie kam diese Kreatur hinein? Erzählen Sie mir von dem Ort, an dem die Kreaturen hoffentlich mal so weniger stehen. Gefährlich sind. Es gibt hier in der Stadt ein Restaurant, das keinen besonders guten Ruf genießt. Was nicht am Essen liegt, sondern daran, dass dort Frauen verschwinden. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Der Lebensgefährte einer der vermissten Frauen war bei mir in Behandlung. Er traf schwer verletzt hier ein und erzählte mir von springenden Mäulern. Ich nehme an, er war auch in dem Restaurant? So ist es. Das Kuriose an der Sache ist, dass das Restaurant nach wie vor geöffnet hat. Bitte sehen Sie sich das mal an und bringen Sie den Grund für all das in Erfahrung. Wiedersehen. Wiedersehen. Okay, was haben wir bekommen? Wir haben Munition bekommen, was grundsätzlich natürlich sehr schön ist. Aber ja, wir haben keinen Alkohol. Das ist schlecht. Ah, wir haben Medkit? Haben wir Medkit bekommen? Wie geil ist das denn bitte? Da muss ich mir ja sofort reinjagen, oder? Na gut, vielleicht. Ja, gehen erstmal hier Fähigkeit. Wir haben keinen Wissenspunkt. Das wäre natürlich auch wieder zu schön gewesen. Okay, Fallmappe, Feldstudien. Da haben wir jetzt natürlich zwei weitere Fälle. Die können wir mal anders mal machen. Ich würde sagen, als erstes gehen wir hier in unsere delikate Dingens hier, Bams. So. Delikate Angelegenheit. Machen wir damit erstmal weiter. Dann gehen wir jetzt hier zu den... Was sind die Stoffzellen? So, gehen wir mal wieder zu unserer Telefonzelle hier drüben. Die war doch hier, ja. Dann machen wir einmal bei Robert Throckmortons dabei und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei, leider, so muss ich sagen. Aber in der nächsten Folge machen wir mit unserem Hauptfall weiter. Das verspreche ich. Aber mal sehen, ob ich mein Versprechen noch brechen werde. So, rein hier. Aber ich muss sagen, allgemein, es macht einfach Spaß. Also es gibt wenig, was ich jetzt zum Großen und Ganzen erzählen kann, weil wir ja an sich relativ wenig Fortschritt machen. Aber ich finde es einfach insgesamt einfach eine coole, eine coole Geschichte, die wir jetzt hier so nach und nach erleben. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das Spiel jetzt endlich mal angefangen habe und dass ich es jetzt auch an einem Stück mal wieder durchspielen werde. Jetzt natürlich nicht an einem Tag, aber jetzt ohne, dass ich nochmal bei anderen Spielen zwischenhalte. Ich habe mich um Ihre delikate Angelegenheit gekümmert. Ausgezeichnet. Ich will alle Einzelheiten wissen. Glover ist tot. Er wurde von jemandem namens Sidney Stokes ermordet, der bei ihm eingebrochen ist. Er hatte einen Komplizen namens Phil O'Connell, dem es auch nicht besser ergangen ist. Und das alles wohl wegen eines Spiegels. Drock, wo ist der Spiegel jetzt? Ihre Auftraggeberin hat ihn. Eine mysteriöse Frau. Ihren Namen konnte ich nicht in Erfahrung bringen, aber sie ist jemand, der keine halben Sachen macht. Ich verstehe. Meine geheimnisvolle Konkurrentin ist also endlich zur Tat geschritten. Und die Einbrecher sind beide tot? Verraten.
Ach komm, sind wir mal. Ihre Auftraggeberin beschloss, sie zum Schweigen zu bringen. Wir sind nette Leute. Also wir sind nette Detektiv. Bleiben wir dabei. Nicht immer so. Wie sich herausgestellt hat, sind sie mir lebend mehr von Nutzen als tot, Mr. Reed. Sie müssen sich diesbezüglich also keine Sorgen machen. Sind wir netter. Was meine... Sie hätten den Spiegel erwähnen. Nun gut. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Jetzt sind Sie an der Reihe. Natürlich, Mr. Reed. Hier, bitte sehr. Da Sie nun über alles im Bilde sind, hätten Sie vielleicht auch Interesse am zweiten Teil dieser Angelegenheit? Lassen Sie mich raten. Ich soll den Spiegel für Sie ausfindig machen. Richtig. Und die Person, die ihn mir auf solch unschöne Weise vor der Nase weggeschnappt hat. Ja gut, das hilft ja nix. Da müssen wir jetzt dranbleiben, Leute. Das hilft nix. Ach komm. Ich mache es. Bisher habe ich allerdings nur eine Spur. Die Übeltäterin hat wohl mit jemandem namens Francis ein Hühnchen zu rupfen. Sagt Ihnen der Name etwas? Ah, ja. Damit ist zweifelsohne mein Vater, Francis Throckmorton, gemeint. Cowell hab ihn selig. Was hat er mit der Sache zu tun? In seinen Aufzeichnungen las ich von diesem Spiegel. Und was ich da las, weckte mein Interesse. Na und meins erst. Ihr Vater war eine bekannte Persönlichkeit. Ich bin mir sicher, er hatte Feinde. Kommt Ihnen da jemand in den Sinn? Ja, jeder hat niemand, Feinde. Der ihn überlebt haben könnte. Die Frage ist nur, wie schlimm die sind, ne? Sie erwähnten Aufzeichnungen Ihres Vaters. Dürfte ich sie mir einmal ansehen? Dass Sie in den Habseligkeiten meines Vaters herumschnüffeln wollen, erfüllt mich nicht mit Freude, Mr. Reed. Aber wenn es unbedingt sein muss, hier haben Sie den Schlüssel. Okay, wir haben 457 EP, das ist sehr gut. Okay, im Spiegelreich. Ein grobes Zeichen des Spiegels, ja. Tja. Dann würde ich sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben es für heute erstmal wieder geschafft. Also ich werde wahrscheinlich hier am Anwesen im nächsten Part am Anfang mir mal das Zimmer genauer angucken und dann machen wir mit der Hauptmission weiter, hätte ich gesagt. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und habt eine gute Zeit. Tschüss!